Noch wird das Wettergeschehen von Tief Johanna bestimmt. Es liegt bei Island und schickt uns Tiefausläufer, die zunächst noch milde, dann wieder etwas kühlere Luft bringen. Aber der Wunsch nach mehr Sommerwetter, er geht Anfang der kommenden Woche in Erfüllung. Dann naht ein Hochdruckgebiet vom Atlantik her. Es stellt sich sonniges Hochdruckwetter ein mit angenehmen sommerlichen Temperaturen. Und die ganz große Sommerhitze, die wird es dann auch noch nicht sein. Die Temperaturen in der kommenden Nacht bei 17 Grad, das ist eine Nacht, in der ein Tiefausläufer durchzieht. Der bringt uns dichte Wolken und zeitweisen Regen und der wird zum Teil begleitet von einzelnen eingelagerten Gewittern, also Blitz und Donner nicht ausgeschlossen. Und das Ganze wird sich bis in den späten Vormittag hineinziehen. Die Temperaturen steigen erst dann deutlich an, wenn die Wolkendecke auflockert. Das wird um die Mittagszeit herum passieren. 24 Grad am Mittag und am Nachmittag. Es folgen allerdings schon am Nachmittag neue Schauer und Gewitter. Das ist dann ein weiterer Tiefausläufer und der bringt dann etwas kühlere Luft von der Nordsee her. Mit der Nacht gehen die Temperaturen zurück. Die tiefsten Werte in der Nacht zum Samstag bei 15 Grad. Der Samstag bringt uns wechselhaftes Wetter, ab und zu ein bisschen Sonnenschein, aber eben auch immer wieder Regenschauer, die vor allen Dingen am Nachmittag von Gewittern begleitet werden. Und dann kommen die letzten Regenschauer für einige Zeit am Sonntagvormittag hereingezogen. Danach setzt sich das Hochdruckgebiet durch, bringt uns freundliches Sommerwetter mit steigenden Temperaturen.